Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Los geht's. Wiedenbrück von links nach rechts in dunkelblau. Die Kähner von rechts nach links im gewohnten Heimjersey. Starker Ball von Özer in die Spitze. Aydinel im 1 gegen 1 auf Jendrusch und das frühe 1:0 für die Gäste aus Wiedenbrück. In der 8. Spielminute Tor für unsere Gäste vom SC Wiedenbrück. Starker Ball von Özer aus dem Halbfeld. Ihm ist man eigentlich gewohnt von der linken Seite. Heute tritt er dann eher, oder was heißt eher, tritt aus dem Zentrum auf. Die ein oder anderen guten Bälle schon gespielt und jetzt mit der hervorragenden Idee in die Spitze. Und Emre Aydinel lauert, behält die Vorteile im 1 gegen 1 gegen Tunçer und überlistet Jendrusch dann mit der Pike zum 1:0 für die Gäste aus Wiedenbrück. Starker Fehler, Özer auf dem falschen Fuß erwischt. Enzo Wirtz im Alleingang und zum 1:1. Nutzen den ersten katastrophalen Fehler der Gäste aus und gleichen direkt aus zum 1:1. Unter anderem dafür wurde Enzo Wirtz im Sommer geholt. Verletzungsgeplagt, vom Bonner SC gekommen nach Siegen. Nutzt den Fehler direkt aus, Özer auf dem falschen Fuß erwischt, dann geht er im 1 gegen 1 und Böhmer kann dann auch nur das entschärfen. Schon jetzt erstmal auf Björk Sakaya auf rechts. Starker Ball. Aydinel abgefälscht. Jendrusch zur Stelle. 12 Tore, 7 Vorlagen. Auch gegen Kosuke Tsuda natürlich mit dem 2:1. Da schwirke ich gerade noch in Gedanken, was die Personallage betrifft und was die Scorerpunkte betrifft. Und da fällt schon das 2:1. Die Kähner drehen das Spiel in der heimischen Herkules Arena. Gegen Pietrovic. Gute Bewegung. Aydinel zu 2:2. Starke Aktion. Der erneute Ausgleich in den Winkel. Zweiter richtiger Schuss und zweites Tor von Emre Aydinel. Unter anderem deswegen ist er heute in die Startaufstellung reingerückt, der Mann mit der 14. Stark gedreht, gut vorbereitet von außen. Und dann mit dem satten Schuss, Jendrusch ohne Vorwurf. Mittlerweile dann auch auf konsequente Viererkette umgestellt. Starke Reingabe und den muss der Mann mit der 14, Emre Aydinel, eigentlich versenken. Das weiß er selber. Eine erneute Chance auf den dritten Treffer von ihm am heutigen Nachmittag. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Starker Ball von Abu Aji. Und da ist Stanislav Fehler, nimmt ihn hervorragend an. Und der zweite Versuch, vielleicht ist es der. Jendrusch bleibt da auf den Beinen. Brozovski und der mit nicht genug Gefühl im Bein. Eigentlich stark angenommen von Stanislav Fehler. Besser kannst du ihn nicht annehmen. Ja, und da ist dann nicht mehr viel Zeit zu überlegen. Und da überlegt er vielleicht eine Sekunde zu viel, was er jetzt anstellt mit dem Ball. Er hätte eigentlich nach der Annahme direkt abschließen müssen. Aber das sagt man immer so einfach. Guter Abschluss von Stanislav Fehler. Nächste Ecke.
mal ein wenig anders gemacht als seine Kollegen zuvor. Starke Flanke, die rutscht durch, Hammel. Und nochmal Schelz. Skepernick, dritter Versuch. Pazurek muss ablegen und führt's über den Kasten. Aber wird wohl nicht derjenige sein, der glücklichste ist mit dieser Entscheidung. Stark von Armedick und auch stark gehalten von Robert Jendrusch. So muss man eigentlich einen Freistoß treten. Viel besser kannst du ihn eigentlich nicht setzen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Tempo. Bisschen stärker getreten, aber das ist so einfach gesagt. Und es reicht. Schiedsrichter Florian Fiste nach 2 Spielminuten obendrauf gibt es den Abpfiff. Der erste FCK Marienborn und der SC Wiedenbrück trennen sich mit 2:2. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.